No burning out, I have decided to follow Jesus all the way. A voice insisted, you still can do that. And now the time, and now the day. But I'm the fool, and I'm ready to lose what I can't keep anyway. Ja moin, wir sind hier im Proberaum mit Semaya und ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben gerade schon ein bisschen was gehört, die Band hat sich schon so ein bisschen eingegroovt und wir wollen einfach heute mal ein paar Fragen loswerden. Und meine erste Frage ist, ihr seid ja jetzt nicht ganz in Originalbesetzung, wer ist hier alles dabei? Sagt doch mal kurz, wer ihr seid. So, ich jetzt doch. Also, von der alten Garde sind es Harry Nagel, Klaus Herrmann, Markus Egger und ich, Klaus Feldmann. Und als Zugestoßene sind das David Sprenger und Dietmar Mehler an der Gitarre und David Sprenger am Bass. Klasse. Ja, da komme ich gleich zu der zweiten Frage. Wie ist es überhaupt zu dieser Reunion gekommen? Also wie kommt das, dass ihr jetzt alle hier steht und Musik macht? Das ist eine lange Geschichte. Also, ne, wir haben ja vor 40 Jahren zum letzten Mal in der Christmas Rock Night in Ennepetal gespielt. Das ist ein Festival immer gewesen vor Weihnachten. Und da gab es letztes Jahr da schon wieder ein neues Festival. Das hieß dann One More Song. Genau, da waren die alten Bands oder einige der alten Bands waren eingeladen. Und ich glaube, wir waren auch eingeladen, aber ich habe die E-Mail irgendwie übersehen. es hätte auch nicht gepasst. Jedenfalls sind wir dieses Jahr dann nochmal angesprochen worden. Und, letztes Jahr. Letztes Jahr, ja, es war ja Ende letzten Jahres jetzt, ja genau. Aber gut, für dieses Jahr jedenfalls. Und dann, es war auch nicht unbedingt so, dass jetzt, er sagte, ideal wäre Semaya, aber es könnte ja auch eine kleinere Formation sein. Und dann haben wir uns da mal zusammengetan und haben ein bisschen gesponnen und haben irgendwie Feuer gefangen einfach. Na, haben gedacht, Mensch, das ist doch möglich und so und der könnte doch mitmachen. Ja, und so stehen wir jetzt da. Ja, klasse. Musstet ihr lange darüber nachdenken, ob ihr das jetzt nochmal versucht auf die Beine zu stellen oder war das gleich so klar? Also klar war am Anfang eigentlich nur, dass wir gesagt haben, wir versuchen das mal hinzukriegen, erstmal alle Leute zu fragen, die in Frage kämen. Es können eben auch nicht mehr alle gesundheitsmäßig spielen und das war dann schon ein Prozess. Ja. Also das hat schon also 2, 3, 4 Wochen schon gedauert, bis auch klar war, das läuft überhaupt, das war ja auch die Voraussetzung. Und ja, und dann sind wir ins Casting gegangen und haben dann so ausprobiert und seitdem läuft das eigentlich seit Anfang, naja, wann haben wir angefangen? Februar, ne? Ja, genau. Ja, Februar, seit Februar läuft das alles, also mit den Proben. Und wie seid ihr so davor? Was ist so euer Eindruck? Ihr habt euch jetzt schon ein paar Mal getroffen, wie ist so euer Trainingsstand? Du musst das Mikro, nimm ruhig das Mikro richtig, genau, ja. Ich finde schon, dass wir so ganz gut zusammengefunden haben und ich sehe das irgendwie auch so ein bisschen als Semaya Tribute Band und das Schöne ist halt, dass noch ein paar Original-Freaks dabei sind aus der damaligen Zeit. Also mir persönlich macht das echt, echt viel Freude und man lernt ja nie aus, sagen wir mal so. Und von daher denke ich schon, dass wir ganz gut was abliefern werden da in Ennepetal. Ja, fein, fein. Mhm. Schön. Ja, genau, Ennepetal, du erwähntest gerade, Markus erwähnte das gerade. Was ist so euer, kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, was ist euer ganz besonderer Bezug zu Ennepetal? Ja, da ist eigentlich eine krasse Geschichte hinter. Und zwar haben wir,
ja, wo wir eigentlich noch gar nicht so bekannt waren, haben wir mal für CVD im Ennepetal gespielt und das war ein Saal, der war knallevoll und hinterher meinten dann die Veranstalter, Mann, also die müssen wir wieder einladen, aber es muss ein größerer Saal sein. Und daraus ist letztlich diese ganze Christmas Rock Night Geschichte entstanden, wo dann regelmäßig vor Weihnachten halt der CVDM eine ganze Reihe auch internationaler, recht bekannter Bands eingeladen hat. Und wir haben dann beim ersten Mal gespielt und ich weiß gar nicht, ob wir zwei oder dreimal da gespielt haben. Ja, jedenfalls jedes Jahr. Haben wir jedes Jahr gespielt. Ja, wir haben nur 84 war schon Schluss. Ja, ja, gut. Aber danach ist es ja auch mit Christmas Rock Night noch weitergegangen. Ja, ja. Aber letztlich war das dann genau vor 40 Jahren, wo wir zum letzten Mal da unseren letzten offiziellen Auftritt da hatten. Und insofern haben wir natürlich eine besondere Geschichte mit eben Christmas Rock Night Ennepetal. Also Ennepetal liegt in Deutschland. Ja, okay. Im Ruhrgebiet irgendwo. Ganz genau, näher Wuppertal grob. Ja, fein. Eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Was wird passieren jetzt genau? Also ihr werdet euch jetzt noch ein paar Mal zum Üben treffen und dann werdet ihr, wo tretet ihr da auf? In welchem Rahmen findet das statt? In Ennepetal? Ja, ja, ja. Das heißt, glaube ich, Haus Ennepetal, das ist so ein Bürgerhaus, ein ziemlich großer Saal, meine ich, mit verschiedensten Nebensälen auch und so weiter und richtig ordentlich groß. Aber das wird jetzt so eine Art kleines Festival oder wie? Ja, das sind auch wieder mehrere Bands dabei. Sieben verschiedene Gruppen sind dabei, ja. Genau. Zum Teil aus England und aus Holland noch und aus Schweden. Ja, genau. Und es ist auch immer noch der gleiche Initiator, nämlich Detlef Westermann. Hi Detlef, nice. Der das nämlich damals schon organisiert hat und wo wir sehr dankbar sind, dass wir das nochmal jetzt zelebrieren dürfen. Sehr geil, cool. Und ihr macht das jetzt alles einfach nur für diesen einen Auftritt oder könntet ihr euch auch vorstellen, rein hypothetisch dann vielleicht auch nochmal irgendwo zu spielen? Ja, also eben, es gibt ja eine Anfrage, eine ganz heiße, dass wir in Hannover auf jeden Fall nochmal spielen. Es gibt eine Einladung von unserer Gemeinde und prinzipiell sind wir da sehr offen für. Wenn, dann würden wir es auch eher zeitnah machen und was danach dann ist, wissen wir jetzt auch noch nicht. Ja, vielen Dank. Gern. Ciao. Macht's gut. Hey.